Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir wollen hier heute gemeinsam das Verfassungsschutzgesetz an ein paar Punkten ändern, respektive einige Regelungen, die bisher befristet waren, entfristen. Das kann man machen, da sind wir auch dabei, denn schließlich sind ja gerade wir als AfD der in Parteiform gegossene Schutz der Verfassung. Allerdings lässt sich in letzter Zeit auch beobachten, dass der Verfassungsschutz durch Politiker der alten Parteien instrumentalisiert werden soll, worauf ich später noch zu sprechen komme. Und leider ist es auch so, dass unsere Verfassung ja nicht nur vor Islamisten, vor Linken, vor Rechtsextremen und vor ausländischen Extremisten geschützt werden muss. Nein, leider verstoßen auch die alten Parteien, die sich ja so gerne Gemeinschaft der Demokraten nennen, immer wieder gegen Gesetze und gegen unser Grundgesetz. In Anbetracht der kurzen Redezeit ein paar Beispiele. Da ist der Holter-die-Polter-Ausstieg aus der Kernenergie, den Sie als Energiewende verbrämen und für den Ihnen die Gerichte eine Milliardenrechnung aufgegeben haben, für den Sie jetzt die Bürger bezahlen lassen. Die laut Horst Seehofer Herrschaft des Unrechts im Bereich Asyl und Flüchtlinge, das nicht mehr zur Kenntnis nehmen von Artikel 16 des Grundgesetzes und des Dublin-Abkommens, wieder auf Kosten der Bürger, diesmal nicht nur finanziell, sondern auch kulturell. Die Euro-Rettung, bei der Sie die No-Bailout-Klausel einfach ignorieren und munter die Schulden anderer Staaten übernehmen, die 5-Prozent-Hürde zur Kommunal- und Europawahl, die Sie aus Angst vor der Konkurrenz gegen das Votum des Verfassungsgerichts wieder einführen wollten. Ganze Haushalte der vormaligen Landesregierung mussten gestoppt werden, weil sie gegen die Verfassung verstießen. Immer wieder, die angeführten Beispiele belegen es, testen Schwarz, Rot, Grün und Gelb unser Recht aus, dehnen die Gesetze und werden vor den Verfassungsgerichten bei Verstößen gegen das Grundgesetz erwischt. Und genau diese selbsternannte Gemeinschaft der Demokraten versucht in ihrem verzweifelten Kampf gegen die AfD nun auch noch, sich des Amtes für Verfassungsschutz parteipolitisch zu bedienen, ganz so, als gehöre ihnen der Staat und seine Behörden. Dass sie damit das Vertrauen der Bürger in unsere demokratischen Institutionen aushöhlen, ist ihnen egal. In ihrer fälschlichen Hoffnung, der AfD so ein paar Promillepunkte abzunehmen, wollen sie sich die nächste doch eigentlich unabhängige Behörde zur parteipolitischen Beute machen. Es passt Ihnen von der heiligen Vierfaltigkeit bestehend aus Schwarz, Rot, Gelb und Grün nicht, dass die Chefs der Verfassungsschutzämter einmütig sagen, die AfD ist nicht extremistisch, die AfD wird nicht beobachtet. Es passt Ihnen noch weniger, dass die Präsidenten der Verfassungsschutzämter sagen, wir sind keine Behörde, um die alten Parteien per Falschaussage vor der Konkurrenz der AfD zu beschützen und deswegen wollen Sie auch da jetzt ran. Das ist auch klar. Erst überholt die AfD die FDP, dann die Grünen, nun sind wir schon gleich auch mit der SPD. Da ist es kein Wunder, da haben die alten Parteien natürlich Angst. Angst vor dem Machtverlust, Angst vor dem Verlust von Posten, Dienstwagen und Steuergeldern. Aber, meine Damen und Herren, Angst ist, das Sprichwort sagt es, ein schlechter Ratgeber. Das Biegen von Recht und Gesetz gegen die AfD, die Androhung mit dem Verfassungsschutz, die Nazikeule und ihre moralische Selbstüberhöhung, all das macht die AfD nur noch stärker. Wissen Sie, sie benötigen eigentlich gar keinen Verfassungsschutz gegen die Menschen, die sie nicht mehr wählen. Sie müssen einfach nur eine gute Politik machen, dann würden die Bürger sie vielleicht auch mal wieder in vermehrter Anzahl wählen. Hören Sie auf, den Strom für die Menschen immer teurer zu machen. Lassen Sie unsere Frauen wieder frei von Angst abends joggen gehen. Werfen Sie nicht immer mehr Geld in das griechische Fass ohne Boden. Schieben Sie endlich die illegalen und kriminellen Ausländer ab. Sorgen Sie endlich für genug und gut ausgerüstete Polizei. Schaffen Sie die Zwangsrundfunkgebühr ab, lassen Sie endlich Volksentscheide zu und vor allen Dingen halten Sie sich endlich wieder an Recht, Ordnung und Gesetz, an die Maastrichter Verträge und an das Grundgesetz. Schützen Sie unser Land, schützen Sie unsere Verfassung, anstatt die Wähler einer bürgerlichen Partei wie der AfD mit dem Verfassungsschutz erschrecken zu wollen. Das schreckt nämlich niemanden mehr. Erschrocken wären die Menschen höchstens über Sie und Ihren Machtmissbrauch. Ihre Angst vor dem Machtverlust macht Sie unfrei und autoritär. Aber Sie haben noch immer die Wahl zwischen Freiheit und Unfairness. Ich bin gespannt, wie Sie sich entscheiden werden. Wir als AfD wählen die Freiheit und stimmen letztlich zu.